got away. Who was that anyway? I don't know. Well, thanks for your help. The name's Brad. I'm Frank West, photojournalist. And right now, I'd rather have an explanation than your thanks, Brad. Sorry. I've got nothing to tell you. Look. I don't know what Jesse told you. But as far as I'm concerned, we're through working together. So you cover your zombie story and leave the rest to us. You guys are looking for someone here, aren't you? Who is that? Where did you take it? You help me, I help you. You're one hell of a journalist, aren't you, Frank? A hot-headed, underhanded, hotshot paparazzi with nothing better to do than to invade people's privacy. I try. You got a point? You win, Frank. Let's work together. Jesse and I are DHS agents. And yes, we are looking for the man in that picture. You're with Homeland Security. Is that guy a terrorist or something? I took that picture in the entrance plaza. Right near the front door. The entrance plaza. You're sure? Hey! So do I have your permission to cover this story, or not? Yeah!
Fortfahren. Oh, ich stehe gerade fest, ich habe noch nie gespeichert. Oh, das ist jetzt schlecht. Das Spiel legt ja gar keine Autosaves an. Das ist jetzt dumm. Das ist jetzt doof gelaufen irgendwie. Ich muss halt ehrlich sagen, jetzt meine Begeisterung, Kalito nochmal zu behaken, alles nochmal von Anfang an zu spielen, hält sich bei Null. Ja gut, man muss halt auch sagen, Teil 1, also mal abgesehen von der seltsamen Tastaturbelegung, generell Belegung, man merkt halt sehr deutlich irgendwie, dass das auch wie eigentlich alle Teile eben portiert ist von der Konsole. Weil sie bei den späteren Teilen da einen besseren Job gemacht haben. Ich muss halt sagen, Teil 1, da merkt man, dass es eben Teil 1 ist. Das ist immer noch ein schöner Zombie-Shooter, also schön, ja, aber immer noch ein guter Zombie-Shooter. Aber er ist bei Weitem halt nicht so überdreht und lustig wie dann die späteren Teile. Ich muss halt auch sagen, ich habe mich so an dieses Autosave gewöhnt von den späteren Teilen. Also wie gesagt, jetzt nochmal von Anfang an spielen. Nee, lasst mal gut sein. Ich denke, wir haben genug gesehen für den Fakt der Games Archive, damit ihr euch ein Bild machen könnt.
Wir sind eben, ihr wisst jetzt, wir wissen jetzt, es gibt das Spiel Dead Rising 1. Wir wissen jetzt auch, was es ist. Es ist ein Open-World-Zombie-Shooter. Also eigentlich ist genauer gesagt, es ist kein Shooter, sondern ein 3D-Action-Spiel, weil wir müssen ja gar nicht schießen. Wir können so mit Kettensägen und sonst irgend alles möglich behaken. Ich muss halt sagen, dass unser guter Frank sich eben bewegt wie Igor und dass er nicht richtig rennen kann und da so komisch rumhüpft, das macht es schon extrem mühsam, die Bewegung. Zumal auch das Zielen nicht unbedingt toll ist, dass es standardmäßig auf Kugel liegt und nicht auf die rechte Maustaste, weil die rechte Maustaste haben sie standardmäßig den Fotoapparat, den ich so sinnlos finde wie sonst was. Aber naja gut, wir spielen ja nochmal einen Fotojournalisten, wir sollen halt diese Story aufdecken. Ja. Ja, wie gesagt, ich finde die Spielanteile dann doch besser. Teil 1 legt die Grundlagen, wie gesagt, immer noch ein solides Spiel. Man sollte halt dran denken, häufiger mal zu speichern. Es ist natürlich lustig, dass man alles Mögliche als Waffe verwenden kann, dass man mit Nahrung die Lebenspunkte wieder auffüllt. Was mich persönlich bei Teil 1 ganz gewaltig stört, ist natürlich dieser Zeitdruck, den wir haben. Wir müssen ja innerhalb von den Stunden, müssen wir ja das aufklären. Ansonsten haben wir ja verloren, weil die lassen uns sonst hier zurück. Und wie die US Air Force mit Quarantänestätten umgeht, wissen wir aus diversen Hollywood-Filmen. Ist auf jeden Fall sehr ungesund, in der Stadt zu bleiben. Ja, also wie gesagt, es gibt verschiedene Punkte, warum ich Teil 1 jetzt nicht so pralle finde im Vergleich zu den späteren Teilen. Wie gesagt, der Zeitdruck, den finde ich extrem ätzend. Ich finde es in späteren Spielen schon schöner, dass man da in hohen Friede rumquesten kann, also die Leute retten, die Gegend erforschen, auch einfach mal Spaß haben mit der verschiedenen Ausrüstung, die man finden kann. Das alles ist in Teil 1 so ein bisschen, dadurch, dass man halt den Zeitdruck hat, bleibt das halt alles irgendwie so. Ja, muss halt zurückstecken. Man verliert sich dann schnell mal in irgendeiner Nebenquest, weil man 500 Umwege laufen muss, um da irgendwo hinzukommen, verliert man wahnsinnig viel Zeit. Finde ich nicht so toll. Genau, also wir wissen auf jeden Fall, was es ist, was wir hier macht. Und der letzte Punkt natürlich optisch. Gut, das Spiel ist jetzt geschmeidige 13 Jahre alt, da darf man auch langsam ein bisschen alt aussehen, aber ich finde, für ein 3D-Spiel hat sich es immer noch sehr gut gehalten, es lässt sich immer noch sehr gut spielen, also da habe ich keine Beschwerden vorzubringen. Gerade die Kill-Moves von der Kettensäge waren immer noch lustig. Ich würde sagen, ich hau hier einen Stempel drauf, wir zocken weiter ins nächste Spiel. Ich wünsche euch was, macht's gut, bis bald, tschüss.